Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ja, die QSL-Kartenreihe ist ja zu Ende. Und ja, bei einigen kamen ja schon Fragen auf, wie viele QSL-Karten wären das denn? Wären bestimmte Kartons gekommen, gewesen und so weiter? Nein, es war noch nicht mal ein Karton. Ich hatte nur eine Einkaufstüte voll. Da ist dieser Stapel. Und diesen Stapel habe ich vorhin mal durchgezählt, weil ich New York Napoleon seine Karte auch noch raussuchen musste. Die muss ich eben hier einscannen von beiden Seiten. Die muss ich ihm auch gleich noch per E-Mail schicken. Habe ihn mir versprochen. Aber ich habe diese ganzen QSL-Karten hier mal durchgezählt. Und das seht ihr jetzt. Ganz genau, ich bin ein super Breaker, das sag ich ohne Schmäh. Ich bin immer Tag und Nacht auf der QRG. DC1, Barbarella, Niki, Playboy, Schürzenjäger, Falke, Heidi, Roter Stern, Pepito, Hosenträger, Uniform, November, Whisky, bitte kommt herein, lasst's mich nicht allein. Das Brecken ist ein Segen. Tratzt die Kasteln auf und hört's mir zu. Ihr ruft CQ, CQ, CQ. Ich höre da eine Station mit Santiago 9. Der Radio wird die Sucker. Ja, das war doch mal Flotti Ascona, oder? Im Funk-Shark Wuppertal. Ja, also. Butter bei den Fische, es waren genau 445 QSL-Karten, mehr nicht. Ja, aber wie gesagt, schöne Erinnerungen. Ich habe ja auch nicht die ganzen Jahre durchgesammelt bis 2012, wo ich mit dem Funken aufhören musste, weil ich ja hier hingezogen bin. Nein, es waren nur die ersten Jahre und dann 1986, wo ich in Wichtinghausen gewohnt habe. Ja, da habe ich dann nochmal nach langer, langer Zeit mal wieder Funkertreffen besucht. Und da habe ich dann auch nochmal hier und da ein paar Karten gesammelt. Ne? Ich weiß nicht, auf wie viele Funkertreffen ich da nochmal war in den 80er Jahren, aber ja, wahrscheinlich mehr als ein Funkertreffen wird es gewesen sein. Ja gut, dann habt ihr das auch. Ich habe das im Video im Realtalk reingemacht. Ja, ich hoffe, es hat die QSL-Karten Videoreihe Spaß gemacht. Für mich war es auch mal wieder ein bisschen Kopfkino und zurück in die alten Zeiten. War schön. Naja, leider habt ihr hier nicht in Wuppertal gewohnt, sonst würdet ihr die meisten ja alle kennen. Einige sind Wuppertaler, gucken vielleicht den Kanal, die erinnern sich dann noch dran. Ja, den kann die auch und von dem habe ich auch Karten. Oder haben auch mit den Leuten, die ich vorgelesen habe, zum Teil auch noch andere Veranstaltungen oder sowas gemacht, dass sie denen noch in Erinnerung geblieben sind. Ja, war eine schöne Zeit und naja, gut. Das soll es dann gewesen sein. Ich sag bis zum nächsten Video. Ciao, euer Jörg.